So, dann wollen wir da die Welt wieder öffnen. Hat er noch nicht offen. Eins runter. Ich bin jetzt gerade erst rein. Ist immer noch nicht offen. Na doch, ist offen. Nicht so oft okay. Von Treppen rennen. Da ist Yuki mit dem Mord. Ah, super. Bestimmt er auch. Ja. Du hattest du vielleicht manchmal lassen. Ha? Von so einem von einer Klippe runterrennen die Motor da auch was. Ah, ich kann es mir schon vorstellen, wie es aussehen könnte. Ejo. Ejo. Da müssten wir noch hin. Wir müssen noch Patches machen. Gehen wir den Weg rückwärts. Oh. Ein Hin und Her. Ja. Ja, 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 ja. Schluck auf. Ein Schlucke die Auferli. Also ich hatte keine Werbung für Borderlands Film, ne? Also, ja, gut. Hast du das Spiel dann nochmal neu gestartet? Ja. Ja. Immer noch nichts. Ja. Ich hab, ich war erstmal direkt wieder überfordert. Weil? Weil ich die Grafikeinstellung von Mittel auf Badass gesetzt habe. Achso, ja, kannst du ja machen. Okay, in der Tat kann ich das. Beachte darauf, dass die Aufnahmeskalierung nicht auf 200% steht, sondern nur auf 100%. Ich glaube, das ist auf 100% bei mir. Ah. Ich glaube, daran habe ich nichts geändert. Ich habe nur den obersten Regel auf Badass gestellt einfach. Ja, da musst du mal drauf achten. Lass mich das wegmachen, danke. So, und jetzt... mal hier lang reiten. Wir gehen jetzt zu der Höhle mit dem Heiligen Speer. Heiligen Speer? Ja. Gut. Welcher Heilige Speer? Fennin fragt, wie gut hast du dich in The Search geschlagen? Bist du froh, dass es vorbei ist? Ja, ich bin froh, dass es vorbei ist. Nicht so gut, das Spiel. Doch, es ist gut. Aber die Mechaniken sind teilweise schrecklich. Oh. Sagen wir mal so, du stunlockst kaum einen Gegner und der Gegner stunlockt dich irgendwie im Sekundentakt. Gut, ne, wenn du deren Rüstung angreifst, klar, das ist halt eben, dass die nicht stunlocks, aber du hast die komplette Rüstung, trotzdem können sie dich stunlocken. Es ist sehr nervig. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber es war trotzdem, ich bin tot. Nicht. Okay. Gutes Spiel trotzdem. Ich würde es über Hellpoint, aber unter Dark Souls 3 einordnen. Mhm. Und Teil 2, Freitag, höchstwahrscheinlich, finde ich. Ja. Ich hatte einen zweiten Teil. Ja. Jetzt mal raten, wie der zweite Teil heißt. Search 2. Richtig. Uff. Und sagen wir so, ich habe den Endboss First Try gemacht. Da waren andere Bosse schwerer. Ja. Nett. Der Boss hat das Spiel gar nicht. Was? Ja. Wie, das hat keine Bosse?
Ich hab gesagt, so viele Bosse hat das Spiel gar nicht. Ja, aber so viele ist fast gar nichts. Es waren, glaube ich, vom DLC. Das DLC hatte 2 Bosse. Hauptspiel 6. Circa? Ich habe eine Katze getötet. Carbon Cat. Die war auch cool designt auf jeden Fall. Eine Carbon Katze? War halt der Feind von Iron Mouse. Wow. Carbon Katze und Iron Mouse. Ja. Yeah. Aber der DC Creobot war. Das war vom DCR vollkommen in Ordnung. Panzer nur ein bisschen zu kurz. War auf dann einfach so. Hä? Was vorbei? War trotzdem cool. Auch wenn die Achterbahn sehr unlogisch war. Ja, bist du. Also würdest du ihm echt Leben geben, würdest du sterben an der Achterbahn. Sehr wahrscheinlich. Aber nochmal spielen werde ich ja dem das Spiel nicht. I won't touch it. Again. Oh. Fenrir braucht hier wieder innere Kälte oder äußere Kälte diesmal, Fenrir? Na komm her. Beides, hätte ich vielleicht von oben machen sollen. Oh, vielleicht. Er war nicht ausgerüstet, also er war irgendwie. Alter, bleibt nämlich einfach stehen auf der Säule. Ja, ich wollte mich selber erstmal preparen auf den Jumble. Über dich. BP Yuki. Gibt's The Source 2 dann im ist. Also The Source 2. Source. Ja. Nicht die Soße. Wird's geben. Sausages. Genau, Sausage 2. Jetzt mit noch mehr Enden. Wir wissen alle, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Aber es ist, die Wurst 2 hat jetzt ein Ende mehr, es hat 3. Es hat endlich einen Anfang bekommen. Was? Es hat endlich einen Anfang bekommen. Der Chat findet sich mal wieder lustig. Unfassbar. Ja. Ey. Ich will gerade angreifen. Es ist schon ein bisschen nervig, dass diese ganzen Resistenzen so angezeigt werden. Das ist für mich eher ein Bild dafür, dass sie hochgehen. Nein, deine Resistenzen. Kevin, deine Resistenzen erhöhen sich und dadurch muss sich der Standardzustand, den du gerade hast, erstmal wieder resetten. Oh yeah. Wenn du 100 Resistenz hast und du kriegst auf einmal 120, ist deine Resistenz, die du gerade hast, also das, was du gerade aktiv hast, 20. Und das ja, 20 muss dafür erst auf 0 gehen. Dann mach doch auf 0 und je weiter es höher ist, desto länger braucht es. Heißt, dass diese 120 Punkte gefüllt werden müssen. Ja, das ist auch so.
Ja, anscheinend nicht. Doch, weil Kevin. Du hast ja. Ja, warum muss es dich da, sich dann erholen? Kevin, weil du das erstmal. Du erhöhst es ja das erste Mal. Ne? Ja, du erhöhst die Obergrenze. Ja, du erhöhst die Obergrenze. Aber dann musst du aber nicht von null resetten. Ist ja. Dauert es einfach länger, es zu stacken. Nein, Kevin. Du hast 100 Resistenz und du bist gerade auf 0. Du kriegst, ja. 20, du kriegst 20 Resistenz mehr. Aber diese 0 geht dann auch erstmal zu 20 hoch, um dann wieder auch zu 0 zu gehen. Ja, aber das ist doch Schwachsinn. Mach doch einfach 20 auf der 100 drauf. Hä? Du hast dann 120. Wenn ja, du hast jetzt du doch sagst, ein Angriff braucht 10, kostet dich 10, das bis du blutest. Ja. Nach 10 brauchst du 12 jetzt. Ja, aber brauchst warum muss ich sich das erst nochmal resetten? Weil 0 ist 0. Ja, Kevin, aber du gibst dir plus 20 Resistenz. Das heißt, ja, dass auf die Obergrenze. Ja, aber die Untergrenze muss ja auch erst. Du musst es ja auch erstmal wieder aufbauen können. Dadurch hast du. Das ist in jedes so. Jedem Souls-like ist es so, wenn du irgendwas erhöhst, dass sich auch, ne, auch der Nullpunkt auch erstmal erhöht, um dann wieder erstmal wieder zurückzugehen. Das ist immer so. Aber nicht in der Mathematik so. Na doch, wenn du auf etwas auf plus 20, wenn du auf etwas erhöhst, dann. Ja, ach so, dann gehe ich erst nochmal runter, um das Doppelte nochmal drauf zu packen. Es ist wie eine Gleichung, Kevin. Wenn du es auf die eine Seite packst, packst du es auch auf die andere Seite. Nein. Doch. Es ist von der einen Seite und packst es auf die andere. Ja, was du auf der linken Seite machst, musst du auch auf der rechten Seite machen. Das so funktioniert eine Gleichung, Kevin. Und so funktioniert es auch mit den Resistenzen. Das ist doch einfaches Addieren. Kevin, wenn du A plus B hast und du machst, sagst du, okay, ich will, mach jetzt 20, dann musst du auf A plus 20 machen und B plus 20. Du kannst nicht nur auf eine Seite irgendwas packen. Du und musst was ist, wenn ich meine HP erhöhe? Warum erhöhen sich die instant und müssen nicht auch erst regenerieren oder abklingen? Genau aus diesem gleichen Grund, Kevin. Wenn du dir jetzt, ne, du hast 100 Leben und du gibst dir jetzt nochmal was dazu, dann kriegst du ja auch dieses Plus dazu von der linken Seite. Oder bei der Ausdauer, du kriegst das alles, ne? Der Anfangspunkt und der Endpunkt wird immer gleich erhöht. Bei den Resistenzen, die bauen sich ja dauerhaft ab, aber dadurch, dass du es erhöhst, auf der, ne, der Anfang und das Ende, muss der Anfang sich erstmal wieder abbauen. Das ist jedes Mal so. Aber der Anfang ist überall null. Ist ja, der ist ja diesen Augenblick da nicht null, weil es ja du erhöhst es ja in diesem Augenblick. Ich erhöhe die Obergrenze. Ja, aber dadurch wird auch die Untergrenze bleibt ja weiter null. Aber dadurch, dass du dir plus 20 Resistenz gibst, muss auch erstmal das, wie sagen wir es am dämlichsten? Oh Gott, Hilfe, ich sterbe gleich wahrscheinlich, nee. Du hast 100 Resistenz, ne? Du hast also 100 frei. Du gibst dir plus 20 Resistenz. Du hast 100 frei gehabt. Du hast dann nicht auf einmal 120 frei, sondern es muss ja, diese 20 zusätzlich müssen auch erstmal irgendwo herkommen. Sonst kannst du sagen, okay, ich bin kurz vorm, vor der Maximalgrenze. Das heißt, ich gebe mir erstmal ein bisschen mehr Resistenz, um halt eben dann mehr Platz zu haben zum Ende. Aber nein, das kannst du ja nicht. Wenn du kurz vorm Ende bist, bist du. Das ist genau der Punkt. Was soll das doch tun? So funktioniert das aber nicht. Resistenz erhöhen heißt nicht, dass du den Statuseffekt gerade verringerst. Kevin. Hey, ich erhöhe seine Obergrenze, aber das Erhöhen ja. Hat doch nichts damit zu sagen, dass du nochmal was dazu kriegst. Du kriegst ja auch nichts dazu, aber es muss ich erstmal wieder ja, abbauen. Ja schon. Kevin, die Obergrenze muss ich erstmal wieder abbauen. Aber was baut sich denn ab, wenn nichts vorhanden ist? Kevin, du hast 100 Resistenz, du kriegst dann 120 Resistenz. So, wo kommt diese 20 Resistenz her? Das ist das, was abgebaut wird. Diese Erhöhung muss erstmal abgebaut werden. Wenn du irgendwo einen Kredit aufnimmst, muss das Geld ja auch irgendwo herkommen. Das muss auch irgendwie abgebaut werden. Du zahlst es zurück. Du hast nicht einfach so hier frei Geld. Sieh so, eine Erhöhung der Resistenz ist wie ein Kredit. Du nimmst dir das, es muss zurückgezahlt werden. Ja, das verpufft ja nach einer Zeit. Aber trotzdem. Es muss erstmal irgendwo herkommen. Und dadurch hast du erstmal diesen Aufbau, in Anführungszeichen, den du nicht hast.
wenn ich gerade keinen Aufbau habe. Ja, aber Kevin, es muss irgendwo herkommen. Ja, aber warum kriegst du einfach Kevin, irgendwelche warte. Der Abstand, ne? Du hast 100 Resistenz. Du bist 0 bis 100, ne? Du hast 100 frei. Du erhöhst es jetzt um 20. Du hast in diesem Augenblick ja immer noch die 100 frei. Da ändert sich ja nichts. Du hast immer noch die 100 frei. Aber da, bis du zu dieser Maximalgrenze kommst, muss sich erstmal diese 100 erstmal wieder. Es muss sich ja ausweiten irgendwo hin. Und dadurch hast du erstmal diesen Aufbau in Anführungszeichen, die du nicht. Der erstmal abgebaut wird. Um etwas Plus zu kriegen, muss irgendwo etwas weggenommen werden. Es kommt nicht irgendwo her. Du kannst dadurch nicht vergiftet werden oder sonstiges oder so. Du kannst dadurch nicht auf einmal irgendeinen Statuseffekt haben. Aber dann müsste das haben. Dann müsste das ja nicht von 0 auf 100, dann müsste es von minus 20 auf 100 gehen. Wieso minus 20? Damit es abbaut. Es ist 0, Hiski. Ja. Du kannst du nicht verringern. Ist es ja auch nicht. Wenn du das maximal erhöhst, bleibt die 0,0. Kevin, willst du das nicht verstehen? Du verstehst meine Logik nicht. Du verstehst nicht die Logik des Spiels. Du hast 0 bis 100. Du erhöhst jetzt diese 100 auf 120. Das ja, heißt, du erhöhst die Oberkante. Warte, hör mir erstmal zu. Du hast 100 plus 20. Das heißt, du musst auch erstmal bei 0 plus 20 rechnen. Weil diese 100 von 0 bis 100 ist immer noch 100. Das hast du. Und dieser, ja, damit du 120 hast, muss dieser 100 plus 20, 0 plus 20, diese plus 20, werden dann abgebaut. Du musst es erst, damit der Aufbau da ist, muss erstmal was abgebaut werden. Oh. Wenn es geht um diese, das, was schon öfter passiert ist. Dass Kevin nicht versteht, dass wenn man halt seine Resistenz erhöht, dass erstmal dieser Statuseffekt in Anführungszeichen, den man hat, dass erstmal angezeigt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ist passiert das hier, ne? Den Statuseffekt, den ich gerade habe. Er versteht nicht, warum da was ist auf einmal, diese Balken. Null ist null. Kevin, null ist null, wenn du nichts änderst. Aber du änderst ja was. Es ist wie gesagt eine Gleichung. Die maximale Kapazität ändere ich. Ja. Du addierst etwas drauf, aber du musst auf beiden Seiten addieren. So funktioniert das nun mal im Spiel. Musst du nicht. Kevin, so funktioniert das im Spiel nun mal. Also musst du das machen. Das Spiel funktioniert so. Also musst du das. Du kannst es nicht ändern. Also doch, das musst du. Das macht keinen Sinn. Kevin, es ist vollkommen egal, ob das Sinn macht oder nicht. Es ist so im Spiel. Ja, das Spiel ist, die Logik davon ist für die Katz. Aber es ist nun mal so. Ja, es ist so, das ist, aber es ist... Das ist in Dark Souls 1 so, das ist in Dark Souls 2 so, das ist in Dark Souls 3 so, das ist in Bloodborne höchstwahrscheinlich genauso, das ist in Elden Ring so, das ist in allen anderen Spielen, wo es diese Resistenzen gibt, genauso. Yuki, das da, das meine ich, das, was gerade angezeigt wird. Ich erhöhe meine Resistenzen. Weil ich mir meinen Lebensrang genommen habe. Dadurch ist auf der linken Seite auch erstmal was hinzugekommen, aber das wird ja abgebaut. Irgendwo muss das herkommen und dadurch hat man im Normal erstmal diesen Augenblick dann in Debuff. Ja. Aber das ist Kapazität, Hiski. Ja, die Obergrenze. Die Obergrenze wird erhöht, dadurch wird auch... Heißt, wenn ich jetzt... Gehen mal in ein anderes Spiel, ja? Du hast eine Grenze von 10.000, was du an Geld reintun kannst. Jetzt erhöhe ich die Grenze, kriege ich das Geld auch einfach dazu. Das ist jetzt ein Festbetrag, Kevin. Nein, es ist eine Grenzenerhöhung. Kevin, genau wie bei deinen Resistenzen. Kevin, wenn ich 15% HP kriege durch meinen Heiltrank, kriege ich diese 15% auch als Heilung. Du hast jetzt ein ganz anderes System drin. Es ist genau das Gleiche. Nein, es ist nicht. Es ist ein anderes System. Dieses Maximalgrenze der Resistenz. Ja, Kevin, ich verstehe, was du meinst. Aber du verstehst nicht, was ich meine. Es ist in diesem Spiel nun mal so, dass du in diesem Augenblick dann, ne, du hast deine 100 Resistenz. Du machst auf die rechte Seite plus 20. Du musst auf die linke Seite machen. Das Spiel rechnet auf die linke Seite auch erstmal plus 20. Punkt. Es muss es nicht machen. Macht es aber.
Ja, das ist das Problem. Ich find's logisch. Weil das muss auch erstmal abgedrückt. Du musst erstmal. So als würdest du von der Schlange angegriffen werden, ne? Von der giftigen Schlange. Und du willst eine Resistenz dagegen haben, musst du Stückchen für Stückchen erstmal dich an dieses Gift gewöhnen. So ungefähr. Verstehst du das? Nein, weil das auch keinen Sinn macht. Ich lass mich doch nicht extra von der Schlange beißen, dass ich dagegen resistenter werde. Dann hast du nie Riddick 3 geguckt. Was auch immer was geguckt? Riddick 3. Keine Ahnung, was das ist. Ein Film. Nein, hab ich nicht. Sag ich ja. Da sag ich doch, da hast du nicht Riddick 3 geguckt. Punkt. So, Fanny schreibt, weil man keinen Status bis dahin hat, ist nur irgendwie der Grenzen. Ich find's echt bescheiden. Eigentlich hat die dir recht, es ist nur doof angezeigt, weil man es ja de facto kein Start hat. Ja, ja, klar, absolut. Wie gesagt, ich versteh's ja auch. Aber in diesem Augenblick ist es einfach eine Erhöhung und dadurch wird es angezeigt, dass du erhöhte Resistenzen auch hast. Und dadurch erstmal das Plus, was du gekriegt hast, erstmal abgebaut wird. Weil du hast nicht einfach so aus dem Nichts einfach mehr. Muss erstmal irgendwo herkommen. Das ist es. Guck mal, war hier eine Höhle. Krieg es eine Eisschreppe dazu, ja. Finde ich auch. Riddick 2 war nur ein bisschen seltsam. Warte, wo war da mal die Höhle? Ich glaube, die Höhle war da. Ganz weit weg. Ja, es wird doof angezeigt, aber akzeptier es einfach. Das Schlimmste daran ist, dass der Balken gleich bleibt. Nö, der Balken wird größer. Der Balken wird länger. Der Balken wird größer. Der Balken wird länger. Ist wie deine Lebensanzeige. Die wird auch länger, je mehr du reinlevelst. Ja, meine Lebensanzeige. Deine Ausdauer und Mana auch. Doch, die werden auch größer. Ja, aber ich habe ja nicht gleichmäßig Resistenzen. Ja. Aber die sind alle gleich lang. Sag mir bitte, ne, ich zeig den Screenshot, wo das bitte gleich lang ist. Da ist nichts gleich lang, die Resistenzen. Die sind unterschiedlich. Meine, guck dir deine Resistenz an. Ne, geh in den Status, unten rechts deine Resistenzen. Und wenn du jetzt, seitdem irgendwas, ne? Dadurch ist die Balkenlänge. Ich weiß jetzt nicht, die linke oder. Ich glaube, die linke Seite ist das, was der Balken ist. Und rechts ist deine Resistenz, wie viel du aushältst. Also, wie viel aufgebaut werden muss oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas so. Es ist müde zu. Also, es ist schwierig zu erklären. Müßig zu diskutieren, ja. So, das beschiss, man hat ja schließlich nichts. Sie hätten ja besser anzeigen sollen, dass der Balken länger geworden ist. Man hat ja nichts an Statusfängen. Ja, man hat nichts an Statusfängen, aber man kriegt ja mehr Resistenz und dadurch ist es nun mal so, wie es ist. Ich muss mal warten, bis der Debuff weggelaufen ist. Dauert echt ewig. Hallo Höhle. Es ist wirklich müßig zu erklären. Das System. Das ist genauso, ne, jemanden Zeitreise zu erklären, die ganzen einzelnen Sachen, ist genauso. Entweder man kapiert es oder man kapiert es nicht. So, das ist dieses. Du kannst nicht in die Vergangenheit reisen, um dich zu töten, weil dann du nicht in die Vergangenheit reisen könntest, um dich zu töten. Ne? Entweder man versteht es oder man versteht es nicht. Und genauso ist es mit diesen Rissen. Genau, siehst du, verstehst es nicht. Nee, warte. Da habe ich jetzt aber einen Punkt für. Okay, für welchen? Und zwar? Welchen Punkt? Na, du kannst ja theoretisch zurückreisen. Kommt drauf an, welcher. Wenn du dich dann tötest, tötest du dich mir ja selber gleich mit. Ja, aber dadurch reist du ja nicht zurück, um dich zu töten. Ja, aber was in der Vergangenheit. Naja, das ist ja. Eben, genau das ist es ja. Es passiert in der Vergangenheit, aber Effekte trotzdem die Zukunft, was sie. Richtig. Hören wir auf! Hören wir auf!
Was ist es hier? Aber es gibt ja diese drei Arten von Theorien für über eine Zeitreise. Entweder das, was du in der Vergangenheit machst, beeinflusst deine Zukunft. Das, was du in der Vergangenheit machst, bringt eine neue, andere Art von Zukunft, die nicht deine Zukunft beeinflusst. Oder das, was immer geschehen ist, kannst du nicht anders machen. Also das, was in der Vergangenheit passiert, passiert. Es ändert sich nichts. Also wenn du halt in der Vergangenheit irgendwas tötest, dann hast du es auch, ne, ist es passiert. Es ändert sich rein gar nichts, egal was du machst. Es kommt, wie es kommen soll. Naja, du kannst ja schon Sachen damit ändern. Kevin, es geht ja darum, es gibt diese drei Theorien. Man weiß nicht, was davon wahr ist. Das ist es ja. Was trifft zu? Also ich würde schon sagen, wenn du etwas in der Vergangenheit änderst, wird es auch in der Zukunft was verändern. Ja klar, aber in deiner Zukunft? Also wenn du jetzt irgendwas Großes veränderst, zum Beispiel der Zweite Weltkrieg oder so. Das ist eine Theorie von dir. Aber wie gesagt, es gibt ja noch die anderen Theorien. Ist egal, was du machst, du änderst nichts. Oder halt eben, es bringt eine neue alternative Zukunft. Die aber für dich komplett irrelevant ist, weil du sie nicht erlebst. Außer du bleibst in dieser Zeitlinie. Jetzt Kevin sagt, kann nicht passieren wegen dem Zeitparadox. Man weiß es nicht, das ist es ja. Wer sagt, dass es dieses Zeitparadoxon geben wird dann? Das kann man nicht, das kann keiner sagen. Außer man hat dann wirklich, man kann es in der Praxis erfahren. Das ist es ja. Bei unserem Standpunkt ist es unmöglich, halt eben das in der Praxis zu bekommen. Deswegen gibt es diese drei Theorien. Welches davon zutrifft? Ja. Eben. Somewhere a door has opened. Ich wüsste. Als Beispiel, ich reise jetzt in die Vergangenheit und verändere durch irgendwelche Faktoren meine eigene Geburt. Dadurch würde es mich nicht geben. Der in der Zeit zurückreist und meine Geburt verändert. De facto würde es mich nicht wiederum nicht geben, weil es mich existiert, meine Geburt. Ja! Aber das ist ja nur eine der Theorien. Ja? Wer sagt, dass es wirklich so ist? Wer sagt, dass du nicht dadurch einfach eine neue Zeitlinie erschaffst? Du lebst, aber dein alternatives Ich lebt halt eben nicht. Ach, das mit den Zeitlinien, das kenne ich von Dings. Das geht? Nee. Dragon Ball haben sie es auch. Ja, genau, das ist halt eben eine der Alternativen. Das ist halt eben das, was Trunks halt eben in der Vergangenheit geändert hat, seine Zukunft nicht beeinflusst hat. Nur die von dem aktuellen Goku und Trunks etc. Da, wo er halt eben hingereist ist. Ja, er hat. Ja, okay, er könnte aber auch. Man könnte sagen, er hat die Timeline gewechselt. Ja, hat er. Ja, ja. Muss ja nicht unbedingt die Zukunft gewesen sein. Ja, seine Zukunft hat er nicht geändert. Aber die Zukunft von den anderen halt eben. Warum ist der schon fast tot? Weil das, glaube ich, ist es immer so gewesen. Aber dann jetzt solo. Ja, okay. Ja, doch. War da wieder mehr HP. Bei mir war der an dem N schon dran mit der HP. So, ne? Wow. Alle, Hopsa! Ja, Trunks. Ich muss mal die Waffe aufladen, ey. Trunks hat keinen Einfluss auf seine Zeitlinie, genau. Außer halt eben das, wenn er in seiner Zeitlinie ist. Ups. Naja, die Zeitlinie wurde ja komplett ausgelöscht. Es werden so einige Sachen ausgelöscht in Dragon Ball. Warum der schon fast tot ist? Er hatte bestimmt auch neue Resistenz, die schon noch nicht abgebaut haben. Ne, der hat seine Max-AP erhöht, ohne sich zu heilen. Ja, genau. Nee. Ich glaube, der ist immer schon halb tot. War er halt eben lore-mäßig halt eben, ne? Wurden die gejagt oder so? Ja, ne. Die haben ja hier Godwin getötet.
Und haben ja auch versucht, Rani zu töten. Rani hat sich ja davon befreit. Dementsprechend sind halt eben einige Sachen halt eben geschehen. Wahrscheinlich war der einer, der halt eben der so ein bisschen Schaden bekommen hat und deswegen hat er ein bisschen weniger Leben. Yugi schreibt auch, Trunks Zeitlinie lief weiter. Er verbrachte mehrere Jahre in der Main-Zeitlinie, Raum von Geist und Zeit, und starb dort auch. Er selber alterte aber... Starb da? Okay. Er selber alterte, aber er kam ja in seine Zeit zurück, kurz nachdem er verschwand. Irgendwas. Ist jetzt wirklich mühselig zu erklären. Darüber noch irgendwas. Es ist. Es ist allgemeiner, wenn man über Zeitlinien spricht und so. Wo ist die hin? Die haben wir noch nicht. Aber die ist nicht in der Hütte. Na egal. Allgemein darüber halt eben zu reden, ist halt eben echt auch anstrengend oder halt eben allgemein. Mühselig, langatmig. Und ein sehr, sehr langatmiges, vor allem sehr, 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 sehr langatmig. Thema her. Hat denn hier nochmal Ashes verkauft? Keiner. Ah, nee, Quatsch, der hat die verkauft, ist ja bei dem Warshack da. Genau. Es wurde von Sega gekillt? Ach so, das meinst du? Ja, und dann als seitdem ja, die Dragon Balls eingesetzt wurden, dass er dann wiederbelebt wurde. Oder irgendwie, jetzt ist es zu lange her, dass ich gesehen habe. Und ich bin mir gerade unsicher, waren die Cell Games vor dem galaktischen Turnier oder danach? Weit davor. Galaktisches Turnier ist ein Dragon Ball Super. Und Cell war in Dragon Ball Z. Ah. Ich meine, da war Son Goten noch klein und stark. Obwohl, in Dragon Ball Super war er jetzt auch nicht gerade schwach, aber auch erst nachdem er wieder trainiert hatte. Ja, der Akademiker. Im Endeffekt war es Chichi schuld, dass Son Goten halt eben so wurde, wie er wurde. Dragon Ball Super findet innerhalb der... Goten. Ah, hier fängt der Berserker an. Dragon Ball Super findet innerhalb der letzten, circa letzten 5 Folgen von Dragon Ball Z statt. Du meinst Gohan, nicht Goten. Ey, ach, ja, ihr wisst, wen ich meine. Gut. Dragon Ball Super in der letzten 5 Folgen von Dragon Ball Z statt? Ich habe keine Ahnung mehr, wie die letzten Folgen von Dragon Ball Z waren. Ich, genau. Du hast keine Verkaufsoption, Mann. Jetzt ist Pan schon etwas größer, ich glaube 5 Jahre alt, und sie kämpft beim Turnier. But. Und super, ist Pan allerdings noch ein Baby. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Stimmt. Da gab's. Ach, so einen Goten gab's ja da auch noch nicht, ne?
Ja. Unten gibt's. Okay, dann ich. Oh Gott. Im Super gibt's ja auch nicht Uub. Ich glaube, ihn gibt's schon, aber halt eben wurde noch nicht trainiert. Unten gibt es halt der Pusa. Ja, achso, stimmt, ja. Okay. Ja, oh Gott. Das ist verwirrend. Wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr geguckt, dass ich da noch irgendwie noch irgendwas richtig weiß. Schwierig. So, wie können wir die Kristalltränen jetzt mal machen? Ist die Frage, was nimmt man dann am besten? Die Hälfte der Lebenspunkte? 5% mehr HP? Ich hab das mit der Heilung Near Dead. Ja, ist natürlich auch immer was Gutes. Wie ist das jetzt? Ja, schon besser. Ein starker Schlag. Ich sehe Pim 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 Pim. Dann müssen wir Limgrave wieder komplett abgeschlossen haben. Müsste jetzt. Obwohl, da müssen wir noch hin. Und da oben hin. Okay. Und noch ein bisschen was. Und vor allem Südlimgrave müssen wir auch noch komplett abschließen, stimmt. Shabrui Schusen. Aber erstmal gehen wir noch kurz woanders hin. Und zwar einfach geradeaus. Nach Westen. Ratten. Hallo. Geht ab. Öfter hier. Wahrscheinlich schon. Hier ist die Kirche. 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 Unterschied. Das eine ist zum Essen, das andere nicht. Ja, obwohl. Sagen wir, das eine ist Gebäude, das andere ist keine Gebäude. Auch ernsthaft. Darf ich hier bitte rausrollen? Danke. Okay, Kevin, mach rein gar nichts hier, ist in Ordnung. Reitern. Mach doch was. Ja, du, da war eine große Ratte, du bist erstmal vorbeigelaufen, hast erstmal das da hinten. Ich war da mit drinne und bin erstmal nach hinten gesprungen. Ja, bist dann hier hingegangen. Und hast erstmal das Item geholt, statt die Ratte zu bekämpfen. Ja. Ja. Nee. Du hast die Panzerrüstung, also. Ja, und das sagt jetzt aus, dass ich nicht Hilfe brauchen bräuchte. Hast du Hilfe gebraucht? Ja. Sah nicht danach aus. Ja, ich hab mir. War ja nicht fast tot des Öfteren.
Kevin delegiert halt. Nee, das sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass Kevin delegiert. Was ist denn delegieren? Genau deswegen. Kevin hat dieses Wort nicht mal in seinem Wortschatz drin. Entweder machst du das, was er sagt, oder du machst das, was er nicht sagt. Andere Option hast du nicht. Achso. Logisch. Na klar. Entweder machst du das, was er nicht sagt, oder du machst das, was er nicht sagt. Entweder machst du das, was er... Achso. Leute, wieso steht beides zweimal das gleiche? Alter, hör auf mich abzubrechen. Gut. So, ganz klar, du machst immer halt immer das, was er nicht sagt. Ja, wenn Kevin nicht spricht, das ist klar, dass ich nur das machen kann, was er nicht sagt. Weil wenn er was sagen würde, ne, könnte ich ja nicht machen, das machen, was er nicht sagt. Ganz? Siehst du? Kevin hat mir zugestimmt. Oder nicht? Das sind Schrödingers, Kevins Gedanken. Das sind Schrödingers Gedanken. Mein Kopf ist heute einfach nur noch Fakt. Okay, Kevin denkt also nur ans eine. Kannst nicht krippen, wenn sie am Boden sind. Die haben dafür keinen Punkt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass schade. Es trotzdem möglich ist, aber was? Schade. Achso, schade. Kannst du da nur mit dem Messer krippen oder so? Nee, das ist vollkommen egal. Kannst aber mit der Faust krippen. Krippen geht mit jeder Waffe. Solange sie in der rechten Hand hältst, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, beim Bogen würdest du auch nur mit der Faust dann das machen. Ja, also mit jeder Nahkampfwaffe geht's. Bogen zuschlagen, also. Ich glaube aber nur, das macht keinen Schaden. Ja. Kannst du mit dem Bogen zuschlagen? Also würdest dann mit dem Bogen zuschlagen quasi. Das würde keinen Schaden machen. Man kann sich mit dem Bogen zuschlagen. Kannst du nicht, aber du würdest bei einem Crit wahrscheinlich. Naja, würdest glaube ich die Eier für die Faust nehmen. Ja genau, ich nehme den Bogen extra vorher aus der Hand. Es ist wie mit dem Status, der fragt nicht, wie das Spiel funktioniert. Es ist nun mal so. Au, 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 au. Nee, versteht das? Verstehe ich nicht. Juki, erklär mir das. Warum versteht das Fenrir? Erklär es mir bitte. Damit ich es verstehen kann, warum sie es versteht.
Ich möchte es doch nur verstehen. Bei Penrir Intelli Kluges. Verstehe ich nicht. Und wir haben... Alum Remnant. Obwohl. Die plus 6 Sachen oder plus 3, 3. Damit müssten wir... dann dahin. Na dann, ob zur ersten Überraschung, dass wir bei unserem ersten Durchlauf hatten. Das sieht noch normal aus und jetzt nicht mehr. Je näher man reinkommt, desto anders sieht's aus. Kennt ihr auch solche Bilder? Je länger ihr sie anguckt, desto mehr verstörende Details erkennt ihr. So ungefähr ist das. Bloß halt nicht verstörend, sondern faszinierend. Du meinst so Bilder, wo du plötzlich, keine Ahnung, Hund, Katze oder sowas drin siehst, oder wie? Nee, wo allgemein alles sofort sichtbar ist, aber dein Gehirn erst nach und nach die Details realisiert. Und je länger du ein Bild anguckst, desto mehr Details findest du dir, dann sagst du, what the fuck, wieso habe ich das nicht gesehen und wieso wird das immer verstörender, je länger ich es angucke. Solche meine ich. Ja, Yuki redet von seinen Selfies, okay. Ich finde seine Selfies verstörend. Alles klar. Es geht hier unten ab. Wo? Strand. Hier ist ein Smithing Stone, ein Somber Stone und 4 Engelquallen. Schön, dass wir gleich Idioten. Jetzt Quallenfischer. Wo waren Patrick und SpongeBob, als man sie gebraucht hat? Dann erstmal die linke Seite. Und erstmal... das aufleveln. Ein bisschen mehr Endurance. Wie viel Endurance hast du mittlerweile? Ja, Standard oder durch Rüstung? Komplett. Okay, da habe ich 28. Da bin ich bei 34. Ich habe 40 Vigor, 28 Endurance, 40 Strength. Ich habe nur 34 Vigor. Ja. 30 Strength, 20 Dex. Fetter Körper ist immer im Weg, wenn ich zuschlage. Feuerfett, sehr schön. Ist eigentlich irgendwo ein Händler, der die ganzen Fette verkauft? Es gibt verschiedene Händler, die immer mal wieder Fette verkaufen, aber nicht permanent. Zellen hat ja zum Beispiel 10 Magiefett verkauft. Ich meine aber die endlos verkaufen. Nee, leider nicht. Oder? Ja, eben. Nee, oder? Nicht, dass ich wüsste. Du musst halt jedes Mal farmen. Außer du findest halt genug. Ja. Also in der Zeit findet man so oder so genug, aber trotzdem, das geht ja, ne? Darf man so hoch zu fliegen?
Kannst du schon mal weitergehen? Ich mache mir noch meinen Kaffee. Oh, alles klar. Da haben wir einen Löffel und wir haben einen zweiten Löffel und wir haben einen sechsten Löffel und wir haben einen 65. Löffel und wir haben einen 100. Löffel. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Heißes Wasser soll bitte nicht auf meine Hand fließen, danke. Oh. Na dann, das hat Kevin Scheiß getötet. So. Ah. Das ist mir ja gar nicht drin, dass ich Leben kriege, wenn Gegner getötet werden, stimmt. Habe ich auch nicht drin. Oh. Mir schreibt 63636. Also ich erkenne ja mindestens 169 draus. Ein Runenbogen. Den wollte ich schon immer mal haben. Sind aktuell der Punkt. Ui, nett. Ich habe halt meine TSD dabei stehen. Okay, auf meinem im Browser habe ich ein Endloszeichen da stehen. Bist du den Turm hoch? Mhm. Okay. Ich hoffe nur, wir treffen jetzt nicht aufeinander. Natsu möchte Orange haben. Yuki ärgern, ich verstehe. Bist du immer noch bei oben beim Turm oder bist du wieder runter? Ich bin gerade erst hochgeklettert. Ach so. Du bist ziemlich lange da oben. Ich bin jetzt gerade hier oben erst angekommen. Ich war eine Leiter quasi vor dir. Warst trotzdem ganz schön lange da oben. Zu lange. Weiß ich nicht. Muss einmal im Kreis rennen. Ja, aber trotzdem lange. Ich habe jetzt für einen Augenblick gedacht, dass ich sterbe. Du die Leiter hier runter gerade angefangen hast zu klettern, bin ich gerade erst oben angekommen. Zitat 31. Voll aus dem Kontext gerissen. Ich habe schon wieder vollkommen vergessen, was der Kontextwort war. Ich glaube, Kevins Ping ist gerade ein bisschen in den Keller gegangen. Hä? Ich weiß nicht. Ja, sag ich ja. Boah, Alter. Wieso? Kannst wieder beitreten. Ja. Bin ich mal gespannt, wie dann Dark Moon wird. Oh ja. Weil es ja dem so komplett Sachen ändert. Das ist ja nicht mal neue Klasse, sondern wirklich auch so wirklich an Bloodborne oder Dark Souls dann mehr angelehnt alles. Und hoffentlich kommen keine Dark Souls 2 Sachen rein. Oh ja, bitte. Gib mir mal ein Fälkchen.
Gab es nicht nur in Dark Souls 2? Im zweiten Teil habe ich es kennengelernt und im zweiten Teil war das das Schwert, womit ich das ganze Spiel durchgespielt habe. Kaum auch vom Schmied gekauft, upgradet, jetzt geht los. Die Menüführung aus Dark Souls 2 würde ich nehmen. Sag es nicht, die Menüführung aus Dark Souls 1 ist. Die war schrecklich. Dass es dieses Alles-Tab nicht gab. Allgemein, die Menüführung war ein bisschen schlimm. Ah ja, das sind ja solche kleinen Sachen, die man halt eben dann... Wenn man seitdem aus neueren Sachen kennt, ne, fallen sie am ersten auf. Meine, wie will es einem sonst auffallen, ne? Das ewige Warten auf Matthias. Was auf den Borderlands? Oder auf Yoshi. Ist die normal geschrieben? Yoshi hat immer noch sein Persona, also anscheinend hat er noch viel zu viel zu tun. Naja, freitags macht er eben seine Randomizer. Daher. Ja, der ist ja noch in einem Run drin, wahrscheinlich. Ja, sein Randomizer? Nö, macht er einen neuen Seed. Dann hat er wahrscheinlich verloren. Ja, soweit ich es mitbekommen habe, war es ein Bug. Dass da irgendwas halt dem nicht mehr nicht lösbar war dann dadurch. Aber naja. Ja, der randomized doch alle Spiele. Nö, der macht Ocarina of Time und Windwaker. Ja, es geht ja jetzt um Pokémon. Achso. Hat er keine Randomizer am Laufen oder sonstiges? Nee, wir haben ja, Yoshi und ich wollen ja irgendwann Soul-Link, Soul-Link ja. Machen. Ja. So. Wo läufst du? Zum Chosen? Ja, nichts. Wo du hingegangen bist, geht's ins Schloss rein. So. Ist hier alles Madness, als es zum Chosen geht. Ja. Na je. Also wie es aussieht, wird nur Freitag in dem. Es ist Freitag wird schwierig wegen dem Spiel. Irgendwas. Community Freitag. Warum? Naja. Weil sich seit ein paar Wochen kaum noch jemand anmeldet dafür. Shelly ja. Ne, seit Shelly wieder da ist, meldet sich ja auch wieder an. Quadox hat sich angemeldet. Ja, das war's dann schon wieder. Und ich würde halt in dieses gab halt das Spiel am 1. April halt eben kostenlos. Das werden wir wahrscheinlich dann ausprobieren. Hat so ein bisschen was von Lethal Company, aber halt dem ein bisschen, noch ein bisschen anders. Da machst du Selfies. Mit Monstern oder sonstiges. Da machst, willst halt eben auf Spooktube berühmt werden. Deswegen ist halt so... Wow. Ist eine nette Idee. Hell. Ja? Bin mal gespannt, wie es sein wird. Content Warning, genau. Warning. Kostet 8 Euro. Man hat es halt den kostenlos bekommen. Ach. Das heißt, das Spiel heißt Content Warning. Genau. Ich habe mich schon gefragt, was spielt der eine Typ da für komisches Spiel? Warum spielt der Content Warning? Was will der denn für Content uns verheimlichen hier? So ist das Spiel. Ich hab's mir halt eben null angeguckt, weil ich halt eben da sage, okay, wenn wir es dann Freitag spielen, als Alternative, weil er dem für Pummelparty und so oder sich, ne, oder
in der Spielzeit sich nicht genug Leute anmelden. Ich will jetzt ja Shelly, über Shelly dann da auch spielen. Und sagt den vorher direkt ab. Dass das nicht spielen wird, dann müssen wir Pummelparty spielen oder so, keine Ahnung. Ist halt schwierig. Soll ich gucken. Danach nie wirklich geguckt, aber Dusk hat mich darauf hingewiesen, dass es tatsächlich auf Steam ein Munchkin Digital gibt. Okay. Es ist reine Spiel Munchkin, direkt alles vorprogrammiert, wie du was machen sollst. Also während du spielst, dass es dir anzeigt, hier, das kannst du jetzt machen oder das oder dies oder das. Frage, müssen es alle haben oder... Ich weiß, ich glaube schon, und es ist aber auch 12 Euro. Nee, es ist... Ist von den Machern von Direwolf, den Minecraft-Mod-Erstellern. Oh. Ja, plattformübergreifend. Ich glaube, das muss... Ja. Vor allem, es gibt hier, wenn ich auf bei Keys for Steam gucke, keinen einzigen Key. Ne. Wie alt ist das Spiel? Wie lange ist das Spiel draußen? Das ist ein Jahr draußen vielleicht. Autsch. Besser Kaffee. Ja. Es gibt eigentlich von allen möglichen einen Key. Ja, nicht immer. 12 Uhr, 9, ja. Wird er dem nirgendwo gekauft oder so? Danke fürs Trinken. Toll. Ich hab nichts mehr zu trinken. Lass dann dazu. Lass es dir schmecken. Bei der Karton umgeschmissen mit Glas. Wassermelone. Klingt mal richtig, ist ja gut. Nee, schreib mich nicht so an. Mach voll. An sich, das wäre auch nicht teuer. Das könnte ich auch mehreren Leuten vorlegen. Beziehungsweise einfach so holen. Weil das letzte Mal, als wir Munchkin gespielt hatten, war es ja irgendwie Spaß. Da waren wir zu viert. Mit Shelly? Shelly und Kordoxen. Jetzt muss man fragen, ob sie überhaupt Interesse hätten. Wo bleibt meine Autorechnung, frage ich mich gerade. Ja, habe ich auch gegessen. Ah, nice. Sehr gut. Bitte schön. Ich habe den 3. April und bei mir im Brief stand, ab dem 1. buchen die monatlich 89 Euro ab. Ah ja, kann sein, dass sie es erst am Ende des Monats holen dann. Ja. Aber eigentlich holen sie es am Anfang des Monats. Also ich habe quasi diesen Monat gar keine Versicherung gezahlt. Doch. Ich habe theoretisch die Versicherung vom alten Auto nochmal bezahlt, das habe ich aber erstattet bekommen. Weil die gemerkt haben, ey, warte mal, das Auto ist abgemeldet gewesen, er hat trotzdem bezahlt, weil automatisch läuft ja. Ja. Und dann so, dann haben sie es mir zweimal zurückgezahlt irgendwie oder so. Einmal nur 24, einmal 45 oder so. Bitte einmal das Mikrofon ein paar Millimeter vom Mund entfernen. Ja, da fuck, das ist schon ewig weit weg. Ja, aber du kannst ja beim Sprechen mal so mit dabei. Fuck, mein Handy liegt am anderen Ende. Nein, das geht nicht ums Handy, sondern Luftdruck. So. Benny schreibt, bei manchen Zusehen war durchaus lustig, es war halt echt nur echt spät dafür. Ja! Ja. Ging auch echt ewig. Ja. Und dann wollte ich seitdem beenden und dann sagte Kevin so, nö. Nein! Gegriffen.
Aber jetzt als so Digital-Version denke ich, das könnte nochmal lustiger werden. Ja, weil man auch die Monster animiert und alles. Ja, weil man dann auch eher weiß, was man machen kann und so alles, also ohne dass es halt eben dann... Richtig. Du musst die Karten ja nur spielen und das Rest macht das Game. Aber wie ist das halt eben mit solchen Karten wie hier? Du darfst legal cheaten und sonstiges. Ich glaube, das Game zeigt dir dann an, hey, warte mal, da deine Ausrüstung hat Zwerge. Oh, puff! Voraussetzungen nicht mehr da. Ah. Ich glaube, das nimmt das Game alles wahr. So. Ich weiß zwar nicht, welche Sets die alle drin haben. Manchin hat ja super viele Sets. Naja, es kann auch sein, dass es nur die ersten Basic-Sachen sind oder so. Es gibt auf jeden Fall ein DLC. Manchin Bias ist echt lustig. Ich weiß auch nicht, ob es digital existiert. Das kann ich nichts auch nicht sagen. Die ruckelt das jedes Mal. Vielleicht spielt ja auch Fenrir mit. Nein, 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 nein. Au. Das sind dann 5 Leute, das sind. Menge Geld. 60. 62 Euro, ja. Ja, 62,50. 62,45. Das wird jetzt lustig im Nahkampf. Das waren jetzt schon 1000 Damage, Alter. Ja, genau deswegen. Ja. Aber Madness. Ja, ich hab so viel AP, dass ich 2 Tränke trinken muss. Was soll? Ach stimmt, man kann ja nicht rufen. Ach Gott. Jetzt auf mich. Geil, während der Transformation kann man nicht mal ausnutzen. Fuck, so schwer war der jetzt, ne? Naja. Der Schwert sieht gerade so geil aus von dir. Er ist Schlaf. Ah. Der Schlaf macht keinen extra Schaden, ne? Nee, aber... kann halt Schlaf. Naja, wenn er immun dagegen ist, nicht. Ich glaube, das Einzige, was extra Schaden machen würde, wäre Magie, Blitz, Feuer und Heilig. Ja. Nee, muss Samstag echt früh raus, bin ich benutzt. Ja, das ist in Ordnung, Fenrir. Fenrir kann nicht. Fenrir möchte nicht mit uns spielen. Merke ich schon. Ah, ist gut. Erstmal diesen Turm ausschalten. Echt cool aus. Als es von niedrig auf maximal Einstellung gespielt konntest, auf einmal du diesen Turm gesehen hast. Ja, das war super. Eine Reaktion. Hä? Wie, hä? Ich hab denn auch keine Reaktion zum Turm gebraucht, oder? Doch! Weil du dann gesehen hast, wie die Flammen aussehen, richtig. Weil mir die niedrigste Einstellung sieht, Ewigkeiten, das halt... ja. Ja, ist es auch. Ah, Seelot-Sachen. Drauf. Das war kurz vorm, Maximum. Bei mir. Gesundheit, Gesundheit. Alter. Das hat jetzt nicht angehört wie Niesen, sondern einfach, das hättest du es einfach nur gesagt. Hatschu, Hatschu. Nee, war tatsächlich einfach Niesen diesmal. Weiß, normalerweise ist es anders, aber diesmal. Nein, man wollte es nicht. Wo ist meine Ente? Na, wo ist Donald Duck?
Stimmt, jetzt kommt ja gleich, Wüke. Weik. Weik, war Weik jetzt, nee, Weik war ein R, ne? Ja. Nächste Elden, nee, ist eine Sie, sollte nächste Elden Lord werden, aber wurde nur zu Elden, zu dann, Weik, ja. The Dragon Spear. Zur, Maiden. Was? Ja? Weik wurde doch nicht zur Maiden. Doch. Musst du die Sachen von Weik mal durchlesen? Ich hab die Story mir angehört von Weik. Ja. Er war auf dem Weg, Eldenlord zu werden. Ja, aber wurde es doch dann wollte er seine dann wollte er seine Maid aber nicht opfern. Und deswegen ist er zu Fancy gegangen. So war das nicht, okay. Das ist die Lore von Weik, the Dragonspear. Okay. Komm schon, Weik. Invasiere. Da. Dann habe ich es einfach falsch im Kopf gehabt. Ja, Spear of Frenzy war schon echt heftig. Ach so, Gott, stimmt. Ja. Ist ein bisschen. Dann auf zu dem irgendwo dorthin. Jetzt noch zu zwei, dann zu eins. Ja, ist die eins. Hi, Jemini. Ja, schwierig, ich weiß. Ich will erstmal den Ort der Gnade da haben. Okay. Ich hinterfrag das jetzt einfach mal nicht. Wie ist der denn jetzt gestorben? Ja, das frage ich mich auch. Der ist runtergesprungen und ist gestorben dabei. War Fallgeschwindigkeitsübergrenzung. Er wurde geblitzt. Dass du dich ransetzen durftest, ist heftig gewesen. Du aktivierst es und ich kann mich direkt dran sitzen. Ja, aber da war ein Wolf direkt daneben. Ja, nee. Doch. Danke, Natsu, danke. Ich hoffe, dir hat's geschmeckt, was auch immer es gab. Die Sprünge, die Eiersalat auf Brot. Ja, ja. Eiersalat auf Brot. Ja. Hm.
Oh, da hat mich die Flask geheilt. Oh, Gott sei Dank. Schön. Mädchen? Danke. Nase juckt. Ach, cool. Weiß ich warum? Ach Gott, Nasenspray noch nicht genommen. Oh, fatal. Yeah. Ja. Hörst du auf mich zu rammeln? Danke. Rammeln. Ein Rambock. Ja, der rammt dich. Ja. Aber nicht rammeln. Weiß. Das machen nur Hasen, ich weiß. Der ist nicht umsonst Rammler. Ja, keine Sorge, Whisky, ich hab das mal im Kochen benutzt. Was? Ja, unsere Kochlehrerin hat irgendwie gesagt, ihr müsst das rammeln. Oder irgendwie so habe ich es zumindest verstanden. Ich denke mir so, okay, da schreibe ich mir so auf. Dann an Silvester, wo alle zusammen saßen und ich gefragt wurde, und was habt ihr so im Kochunterricht die letzte Zeit so gemacht? Jo, unsere Lehrerin hat uns das und das erzählt. Irgendwie muss man das rammeln. Ich meine, ja, Onkel guckt mich an. Bist du dir da sicher? Ja, ich hab's mir aufgeschrieben. Was meinte sie dann jetzt? Keine Ahnung. Okay. Irgendwas, was so ähnlich klingt, aber... Mit viel Liebe gebacken, ne? Alter. Alter, kann der aufhören, die Balliste zu bemannen? Ah, danke. Und dann hörst du Zip und die Lehrerin Kevin macht die Hose wieder zu. Wer hat das jetzt geschrieben? Yuki, wer sonst? Ei. Und Fenrir verlässt jetzt den Chat. Whisky lief. Haben wir eine Professor Gumbart-Version davon? Von Whisky lief? Nein. Yogi! Gib ihm keine Aufträge, sonst gibt er mir im Endeffekt noch eine Rechnung oder so. Margarita. Margit. Ich habe gefragt, ob es eine Uhiski-Lied-Variante mit Uhiski-Bart gibt. Nur Uhiski-Bart. Ich habe ja nur Uhiski-Bart. Uhiski-Bart. Ich habe das Uhiski-Bart genannt. Ja, Shiryu. Uhiski-Bart. Das, was Yugi mir gezeigt hat, ich glaube, ich Gumski genannt. I shall remember thee, tarnished, smoldering with thy meager flame. Die Klappe, Margarita. Hier auf The Night, ich mach einfach Tag. Zack, fertig. Hounds.
Not the hounds. Pastime. Till morning. Bitteschön, Margit. Hab keine Angst mehr vor dir. Lass ihn vorher aber das Tor aufmachen, ne? Obwohl, ne, lass ihn nicht das Tor aufmachen. Töte ihn einfach sofort. Ah, okay. Oder das Tor nicht selber dann aufmachen lassen. Na egal. Hüge schreibt, das wäre zu viel Aufwand. Ich meine, ne, mein Uhiskelief, das sind 60 Frames und jedes einzelne wurde davon gezeichnet. Pam, Junge, Headshot. 1500 Schaden Headshot. Im Headshot voll ins Knie. Und dann auch meine Leber. Ja, okay, wer hat Spaß mit Gostok? Ey, was? Du lebst noch? Ja, lebe noch. Wieso? Nee, nicht du. Oh, Vögel im Lack. Da, wo man lang muss, geht außen rum. Komm, ab durchs Main Gate. Ja, viel Spaß, Kevin. Ich gehe da nicht lang. Kommt man hoch zu diesem Turm? Man kommt so hoch zu diesem Turm nicht mehr, ne? Kommt zu diesem Turm nicht mehr hoch. So rum, das ist korrekte Deutsch. Oder? Zu spät. Och nein. Falsch an? Nein, der Ritter ist zu mir gekommen. Sehr schön. Trug auf ganzer Linie. Dachtest du, der geht zu mir? Ja. Bin extra durchgerannt deswegen. Du hast den Wachmann erledigt. Ja. Ich hab alles, alle da erledigt, die da waren. Ja, aber warum rennt der Ritter dann zu mir? Weil der nicht wusste, dass ich da bin. Trug. Alter! Teamarbeit. Jawohl. Oh, Flammtöpfe. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Teamarbeit. Oder Team. Toll, ein anderer macht's. Ey, du da. Du da. Überraschung! Nein. Surprise. Some fries, Motherfucker. Surprise, Motherfucker. Würdest du ihn nicht? Das kann jetzt Jahre dauern. Du hast Price, Motherfucker. Some pies, Motherfucker. Ah, das ist auch super.
Unrise, Motherfucker. All Rise. Du kannst auch sagen Sunrise. Das ist beides möglich. Ja. Rue die. Oh. Dafür mache ich die Tür auf und gehe mich schämen. Hard Eye. Eia. Enthauptet. Ich gucke, ich habe keine Herzenaugen. Oh, es war das Falsche, verdammt. Kann ich ein Level machen? Ah. Lass nicht den Tank vorgehen, ist in Ordnung. Ich frag mich, warum meine Bogensehne so kaputt ist. Die folgt eher dem Bogen zur Mitte hin, ja? Statt gerade zu spannen. Ja, weil du die auch so über den über den Rücken hängst. So, und deswegen ist er eingeklemmt. Ach so, aber wenn ich den so doppelt in der Hand halte. Ja, brauchst du ja nicht mehr eingeklemmt werden, weil da Platz ist. Ja, ist die. Guck mal, wie der, die Sehne ist. Immer noch. Ah, interessant. Ja, weil dein Körper jetzt im Weg ist. Ein Stück. Nein, dein Körper ist im Weg. Ja, da ist es irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich habe versucht, was logisch herauszufinden, und du hast alles zerstört. Das ist in Ordnung. Das ist ein Spiel. Don't question game logic. Komme ich wieder mit dem Thema Statuseffekt. Ja, scheiß auf Statuseffekte. Fuck. Ich glaube, Kevin ist gestorben. Hat Bumm gemacht. Kevin 7 Heidi has died. Kevin der Mächtige. Auch die Mächtigen fallen eines Tages. Zitat 11. Dankeschön. Kevin, weißt du, was Zitat 11 ist? Die Idee war ganz schön die Edit. Genau. So ungefähr. Ich glaube, den Spruch hat Fenrir ja sogar selber geklopft. Genau. Das habe ich dann aber dann zitiert. War sogar ein Elden Ring. Ja, natürlich. Das meiste von uns ist Elden Ring oder... Da fällt mir was ein. Fuck. Wir haben schon wieder nicht getan. Es gibt was? Outriders. Ja. Okay. Ja, wollen wir doch auch nochmal spielen. Ja, renn's weg. Hätte man ja vor Elden Ring mal machen können. Uff. Bei Outriders will ich erstmal warten, bis ein besseres Internet hat. Weil ich habe keinen Bock, die immer joinen zu müssen. Lag das nicht damals an deinem alten Internet? Nein, es lag an deinem Internet. Ich hatte da schon das Richtige. Ausreißer? Was? Was war bei mir joinen? Was war daran falsch? Konntest mir nicht joinen. Ja, aber warum ist es für dich so schwer, anderen Leuten zu joinen? Weiß ich nicht, weil ich immer der Host sein möchte. Horst. Genau. Sonst kann sich Yuki nicht drüber lustig machen, dass ich der Horst bin. Oder andere Leute. Dazu schreibt Outriders, muss ich auch mal weitermachen. Oh. Natsuza hat Outriders. Ich glaube, das hat kein Crossplay. Das google ich. Mach doch. Das hat kein Crossplay.
Doch, hattest du? Oh, ja, Outriders okay. Unterstützt Crossplay, PC, Xbox und PlayStation. Alles klar, okay. Ohne Einschränkungen zusammen zu. Vergiss das, wenn du weitermachen, du machst dann bei uns mit. Aber wohl, kommt drauf an, was spielt dazu. Ja, wollte ich auch dann erst fragen. Natsu, was für eine Klasse hast du angefangen gehabt? Kevin wollte ja den Ingenieur gehen und ich dann auf Feuer. Ja genau, den Technomancer, der da ist. Vorher hatte Hiski die Erde da gespielt und nicht den Assassinen. Assassine wurde lustig irgendwann. Hi. Ah, ich vermisse das Bubble Shield, bin ich ganz ehrlich. Diese Kugeln einfach verlangsamt sind. War oh, mega. War cool, ja. Mach ruhig weiter, da kommt nicht rüber. Angefangen mit Necro und später mehr Spaß mit Techno. Ah. Glücklich hat, ich war auch der Assassin-Typ, den als ich gespielt hatte. Ah. Ich war der, Der Wüste, oder wie das heißt? Kann Stürme? Gut sein. Ja, Natsu, was würdest du dann spielen wollen? Oh. Okay, damit trifft er mich, alles klar. Brauchen wir Hefty Bones. Ah, wird dann sehen von den zwei anderen Klassen. Ah. Er war schwierig. Der Verwüster war. Es ist halt eben so doof, wie wir alle ihre Heilung bekommen. Ach, naja, da hat Antwort geliefert, die ich gesucht habe. Wer? Welcher? Auf die Antwort, warum du immer Host sein willst. Host-Vorteil, weil ich Cheater bin. Yuki hat geschrieben, Hiski will immer Host sein, damit er seine Cheat-Engine betreiben kann. Aha. Ja, hey, das ist doch das Cheat-Modul, nicht die Cheat-Engine. Ah. Da lag ein Item. Ja, Kevin, das hatte ich das eine Mal geholt, das ist, kannst du vergessen. Ah. Ich glaube beim Feuertypen hat es auf. Das Heilung war, glaube ich, nur wenn er Feuer macht. Seine Feuerfähigkeit noch keine Ahnung. Outriders. Die Heilung waren allesamt selber. Ich weiß gar nicht, bei Verwüste, wie er seine Heilung nochmal bekommen hatte. So lange her. Ja, du kannst es auch einfach so heilen. Weiß es nicht mehr. So lange her. Und wir ignorieren es auch einfach erstmal, bis es dann weit ist. Hi. Hopp. Tot. Ja, werden wir dann sehen. Müsste ich auch erstmal wieder installieren. Ja, ich auch. Das Update habe ich ja, also das DLC habe ich ja auch nicht. Das eine, ja. World Eater da, oder wie das immer heißt. Und, Das habe ich auch nicht, das soll nicht gut sein. Ja, für 2 bis 4 Stunden Content 40 Euro? Ja, nee. Es war... Ich finde mal, es kann auch für einen 5 oder so. Oder? Wer weiß, wie das mittlerweile im Sale ist. Ja, eben das auch. Okay, Natsu. Wörtet auch nicht. Okay, Devastator, genau so hieß der. War der Typ Pyromancer, war Feuertyp, Technomancer, Geschütz und Eis. Trickster, Zeit und Gravitation. Trickster, den hat der Kevin gespielt. Das war für mich einfach ein Assassin. Technomancer, Geschütz und Eis, das wäre auch irgendwie cool. Ja, Geschütze. Ah.
Wegen den Geschützen will ich ihn ja spielen. Warhawks Talon. Nein. Alone. Natsu, auf Pyro wollte ich gehen. ich will nicht nochmal den Devastator machen. Auf den Zeittypen habe ich auch absolut keinen Bock. Einfach buffen und feuerfrei. Nee. Ich bin kein Typ fürs Buffen und sonstiges. Natsu nimmt seine Tricks an. Achso, okay, ja, damit komme ich klar. Macht Natsu das Zeitfeld oder so. Je nachdem, wie er spielen möchte. Dann wird Natsu der Damage-Dealer. Ja, aber mal gucken. Wir wissen noch nicht, wie genau, wie dem die Feuer- und Technomancer ist. Stimmt. Aber danke, Yuki, dass du die aufgeschrieben hattest. Die haben ein paar Federn gelassen. Spreng. Warte. Ranimo Röder. Daneben. Bitteschön. Jede Klasse hat es umgesehen. Drei Untergründe mit Wurzel hat plus zwei weitere. Oh. Was? Das World Eater gibt noch mehr? Noch mehr Unterklassen. Oh. Oh. Warte, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Outriders. Wurzler Upgrade 10 Euro. Auch auf Konsolen ist es auch nicht sehr teuer. Wurde es generell runtergesetzt oder wie? Nee, auf anderen Seiten. So. 11,30 Euro zum Beispiel auf Inheber. World Slayer Expansion ist nur noch 15 Euro auf Steam. Ja, aber ist gerade im Sale? Nee. Und im Normal. Dann haben sie es ja massiv runtergesetzt. Ja, gut, ne? Alle Rezensionen größer als negativ. Das ist. Okay, das ist heftig. Ja, okay, darüber will ich gar nicht erst lesen dann alles. Ach, nur 15. Hell's Ranger Content? Was ist das denn? Hast du das einfach nur Skins? Ja, Skins sind immer, ey. Aber nur auf 15 Euro ist vollkommen in Ordnung. Dann. Das ist in Ordnung. Wenn es noch mehr Unterkategorien für alle gibt, dann. Ich meine, das könnten wir dem machen, bevor halt dem dann auch eine Borderlands dann halt dem ist. Weil, ne? Sollten also vor Mai. Klar. Müssten wir halt dem nur mal Termin finden dann, wenn's dann soweit ist. Henry, danke fürs Trinken. Volltyp hat Ashbreaker, Firestorm und Tempest. Mit DLC noch Gunblazer und Pyromaniac. Pyromaniac, da sieht Yuki dann Natsu, okay? Ja. Was haben die anderen Klassen? Bitte. Hast du das gelesen? Nee, schreibt nur. Ich hab nur das gelesen, was Yuki da geschrieben hat. Ich gehe zu Rogier. Nur zur Info. Rogier. Zum Roggenbrot. Roggenbrot. Ah. Ja, Yuki, kannst du gerne auflisten, wenn du so nett wärst. Hier. Dip, dip, dip.
Einer zu schreiben, okay, müsstest du mir erst kaufen, weil nicht mehr im Game Pass. für Xbox, ne? The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters. Outriders Wordslayer kriegst du. Sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place. Xbox One hast du, ne? Nee, Xbox Series? Ich glaube, Xbox Series hat das da. Also Xbox Series kriegst du so, kriegst du für ca. 15 Euro. Wenn immer nur 20 Euro Xbox One. Ach, Xbox One, okay. Kriegst du es auf der anderen Seite. Oh. Ja. Ja. Hier, so. Trickster hat Assassin, Harbinger, Reaver mit DLC, Spectre und Exploiter. Hm. Stimmt, ich glaube, ich bin dann Assassin gegangen gewesen. Hm. Das mit Rabatt und DC vom Game. Oh, nice. Müssen wir denn gucken? Vor allem, ne, es wäre dann eh so, ne? Wir haben eh dann nur einen Tag wahrscheinlich in der Woche dann mit Borns 3. Dann könnte man halt dem anderen Tag halt dem. Dann gibt es den Weg. Links muss machen. Outriders. Dass heute schon Mittwoch ist, ey. So, heute ist Mittwoch? Oh. Warte mal. Ja, heute ist Mittwoch. Oder? Ja. Ja. Und er wundert mich, dass das nicht so gerade so aktiv bei mir ist. Ich hab 4 Tage nur noch Urlaub. Warum ist er. Warum streamt denn Chibi nicht? Hast du irgendwas gesagt gehabt letzte Woche dazu? Ja, klar, diesen Monat nicht mehr, das ist klar. Oh, dieser Monat hat gerade angefangen. Ja, nee, ist in Ordnung. Der Devastator. Oh Gott, das lese ich gleich. Hi. Du. Au. Der Technomancer hat Pestilenz, Tech-Schaman, Demolisher und dann Desolator und Overseer. Nice. Und der Devastator. Technomancer habe ich gerade gesagt. Ne? Und der Devastator hat ja. Vanquister, Warden, Seismic Shifter. Ich glaube, ich hatte Seismic Shifter. Ich bin mir unsicher. Wrecker und Tectonic Shifter hat er dann. DC. Hm. Hook kommt später oder gar nicht, weil du dazwischen kommst. Ah, hat sie dir vorhin geschrieben. Alles klar. Ich frage mich, warum Chibi. Normalerweise ist Chibi ja freitags auch mit dabei. Ah, naja. Josh und Chibi sind freitags nicht dabei. Oh no. Ja, ich akzeptiere es. Wenn sie nicht dabei sein, sind sie nun nicht mit dabei. So, Abkürzung erschaffen. Ja, Yuki. Gute Frage, was Freitag dann ist. Ich dachte mal halt eben, dass wir dann wirklich zu diesem Content Warning halt eben dann spielen. Sei leiser. Aber bin halt eben noch unsicher, weil, ja. Je nachdem, wie sich die Leute anmelden oder dem nicht anmelden. Weil ich weiß auch nicht, wie das hier mit dieser. Keine Arketem da ist. Weil ich habe den nie im Stream mitgesehen und so alles. Also von daher ist es da eh dann.
Oh, warte, ich muss ernsthaft gucken, ob ich das für PS4 kaufen kann, weil nur Series XS Version im Store ist. Dazu, du musst es ja nicht im Store kaufen, sondern kannst ja dem auf E-Seller-Seiten auch gucken. Also die Abstimmung ist wieder von Poppes. Ja. Und ich weiß nicht warum. Funktioniert bei. Okay, Natsu, wieso funktioniert das bei dir nicht? Kriegst du doch einfach dann einen Code und den musstest du einfach nur im Store dann einlösen. Ist ja nicht im Store, aber ja, gut. Guten Tag. Nicht getroffen. Ignorieren Sie das einfach. Also ich konnte war gar nicht mehr zur Auswahl. Weil das auch mehr spontan ist. Falls sich Leute nicht noch da irgendwie einfinden. Irgendwas anderes. Deswegen sage ich so, wenn halt dem sich nur Shelly und Quadoxen da melden, die andere Person ziehe ich jetzt einfach nicht mehr damit, weil, wie gesagt, ich habe sie noch nie zuvor gehört im Stream oder sonstiges. Allerhöchstens halt eben auf YouTube selber, aber das ist ja eine andere Sache. Sind wir jetzt zu dritt? Ich weiß nicht, ob Shelly dann überhaupt auch das Spiel spielen würde, das Content Warning. Yuki, ich habe keinen direkt gefragt. Was, Kristalles Memento? Ist ja normalerweise der Umhang. Ah. Deswegen, Yuki. Wenn du Content Warning mitspielen möchtest, dann kannst du gerne mitspielen. Ach, hier sind schon alle tot. Hier war ich ja drin. Ich habe das Item nicht mitgenommen. Das ist Game. Ja. Hast es dir nicht kostenlos geholt, als es immer da war. Ja, viel Spaß, Natsu. Wie teuer ist Content Warning? Waren, glaube ich, 8,50 € oder so. Mal überhaupt herausfinden, ob das Spielwort was ist. Das ist das Problem. Hier draußen warst du schon. Ja, ich bin hier gelandet, als du gesagt hast, du gehst zu Roger. Ah, alles klar. Weil ich das erfahren. Wegverfindung. Deswegen hatte ich ja dann geschrieben, dass es dann zu spät war. Aber hättest du auf meinem Discord-Server geguckt, ne, in der Zockerecke, hättest du es früher mitbekommen. Möchte ich nur mal anmerken. Weil da hat es Shibi reingepostet bei mir. Kevin? Was? Ich hab einen Hebel gefunden. Wow. Lol. Oh mein Gott. Sind die mies versteckt. Alter. Okay. Alles klar, okay. Nett. Oh. Da wollen wir mal runter zum Vieh. Oh nee. Oh doch. Oh nee. Oh doch. Nee. Ach, hat diesmal da keinen Abgang gemacht. Nee. Diesmal nicht. Springen, dann bewegen. Nicht bewegen, dann springen. Inwiefern habe ich Natsu ignoriert? So, warte.
Aber meine Nachrichten wegen Bezahners. Wegen Bezahners überlesen? So. Ach so, deswegen. Ja, Natsur, es wäre doch kein Problem, wenn er dem ich oder Kevin dir das seitdem dann vorlegt und du es dann eben per Bank überweist und dann zurückzahlst. Das ist doch kein Problem. Was also, genau? Dann seitdem Outriders. Also als Code für die Xbox One. Ja, für mich ist es persönlich kein Thema, das darüber zu machen. Das, tut mir leid, dass ich das überlesen hatte. Necromancer Domo, nicht Demo. Du guckst morgen erstmal. Demo. Guck erstmal auf. Ist in Ordnung. Na, guck erstmal. Genau, und wenn er halt dem da das teuer ist, ich glaube, wenn es über 20 Euro kostet, oder wenn es über 25 Euro kostet insgesamt, dann glaube ich, kriegen wir es auch günstiger auf Keyseller-Seiten. Naja, wenn du Complete Edition einfach holst, bist du bestimmt sicher, günstiger auf Keyseller. Ja. Jukka schreibt, ich will auch, dass Siskimir was kauft, ich möchte Süßkram. Na, wenn du mir das Geld zurückgibst. Genau in seine Faust reingerollt. Die Explosion durchkommt, obwohl er gebrochen wurde. Immer wieder toll. Hm. Das kam nur eine von vielen durch. Ja. Dann nicht, ist ein Dovati. Ja. Damit musst du leben. Hallo Godwin. Zumindest ein Auswuchs von Godwin. Wenn ich Godwin nicht selber mehr. Er hat sich ja über sehr breit weit ausgebreitet. Im Land dazwischen. Boah, diese Leiter, ey. Diese Leiter ist sehr lange, diese lange, lange Leiter klettern wir nach oben, ja hoch hinaus, das wollen wir mit dieser Leiter, denn diese Leiter ist sehr lang und ihr fällt kein Text mehr ein, den ich hier leitern kann, während ich die Leiter... Ich hier leitern kann? Oh, das ist mein Tox versaut, dankeschön. Tu mal Leitern, Hiski. Mach ich doch. Da ist die, da, okay. Eine von vier waren das. Es gibt insgesamt vier, man startet mit keiner. Das habe ich mitbekommen. In der Tat. In der Tat hat er Inder in der Taten. In der Tat ist eine Tat, die ein Inder in der Tat tat. Wir haben uns ja angesetzt gehabt, stimmt dabei was. Nee, das Tor bleibt oben. Der Hiski halt. Da geht Hiski haltet die Leiter weiter und immer weiter, so ganz heiter auf der Leiter. Danke, Yuki. So, und wer zum Geier Discord? Ah, Last Epoch. Wann die wegen morgen? Das ist gut. Ja, Yuki, dass du es nicht war, der nichts geschrieben hast, das ist mir klar.
Ich vermisse Socke. Socke? Socke. Wer ist Socke? Hat mal gestreamt. War immer lustig mit ihm. Warum streamt er denn? Weil er privat selber viel zu tun hat. Ah. Arbeit mir zu viel. Lux. Na, wir werden Eldenlord, keine Sorge. Zwei Stormhawk Axes. Ich weiß nicht, warum ich sie getötet habe. Okay, diesmal wird's ein Blut dran. Gute Nacht, Yuki. Schlaf gut, drüber schönes. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du schläfst gut. Von vielen Nom-Noms. Ich wurde dann unglücklich und wurde wieder wach. Genau, er sabbert dann seine Kisten voll und dann, ja. Ich bin jetzt schon wieder müde, Alter. Nee. Das kann nicht. Das ist böse. Ach, hallo Kätzchen. Heute Morgen war ich wieder 8 Uhr wach. Denke ich mir, Alter, was? Ja. Und dann dachte ich mir so, oh, kaum noch Cola im Haus. Gehst du mal einen Cola kaufen? Weil meine Mutter war, dachte ich, wäre auf Arbeit. Ich komme wieder, meine Mutter so, ah, da bist du ja. Wir wollen, was hältst du davon, wenn wir einkaufen fahren? Ich mit der 4 Packen Cola in der Hand. Was glaubst du, wo ich gerade herkomme? Vom Bordell. Ja, ich kaufe meine Cola im Bordell. Richtig mit Zapf zwischen den Beinen. Nee, das will ich mir nicht mehr vorstellen. Nee. Nee. Ich glaube so, ich glaube, ich hab nicht mal ein Bordell in der Nähe bis nach Frankfurt gefühlt. Ich wüsste nicht mal, ob ich in der Nähe ein Bordell hab. Also ich kann mit Garantie sagen, in Frankfurt ist wahrscheinlich eins. Kommt auch an welches Frankfurt? Am Main. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, dass da wahrscheinlich eins ist. Ich war noch nie eins und habe auch kein Interesse, da jemals reinzugehen. Ja, geht mir genauso. Brauche ich nicht, will ich nicht. Ich glaube, die Leute von meiner Arbeit gehen ab und zu ins Bordell. Okay. Die Azubis. Ich frage mich echt, wie nötig man es haben muss und Geld, um das zu machen. Keine Ahnung, die gehen auch in die Spielhalle, die zwei. Ja. Das genauso, sehe ich auch nicht ein, wieso man das machen sollte. Während der Arbeit in der Pause wird Tippico getippt. Ja. Alle tippen genau das gleiche, damit sie sich gleichzeitig ärgern oder freuen können. Müssen es so machen, dass alle unterschiedlich tippen? Und dann halt eben das Geld auf... gegenseitig also. Nee, dass seine sagen, okay, wir machen jetzt so hier, damit wir die Chance vergrößern, dass wir gewinnen. Und das Geld wird dann einfach aufgeteilt. Ja, die tippen ja unterschiedlich viel Geld. Und dann müssen sie noch rechnen, wartet, der hat so viel gesetzt, Ja, nee. Ja. Die lachen sich wahrscheinlich eher dann aus, weil der verloren hat und der andere nicht. Ja, wahrscheinlich. Hier war ja dann auch nichts. Der war ja eigentlich der Unterweg. Ich höre diesen Käfer die ganze Zeit.
Peaks. Stormcaller. Tschüss. Auf Costa Rica. Costa Rica. Ist das nur eine Asche, die ich auch wieder verwenden kann? Nein, Alter, ich habe nur 3 Aschen zur Verwendung. Ich habe... Ah, das ist was für mich. Ich habe 4. Raumcaller, was macht das denn überhaupt? Ist da auch noch ein Follow-Attack? Weiß ich nicht. Nö. Oder kannst du die Taste nochmal drücken? Guck ich gerade durch. Wirbelst ein bisschen Wind auf. Sivi, ist die Frage nicht, wie stark das seitdem ist. Dann ging das zum Impending Thrust. Ist immer die Frage. Naja, es dauert halt, ne? Das andere sind ein paar mehrere Hiebe. Ja, ich mach wieder das andere. Naja. Ich hab nur den Stamp Sweep, Quick Step und das Vakuum Slice. Ich hab Spinning Slash, Repeating Thrust, Stormcaller und Spinning Strikes. Na, Alter. Und den Impending Thrust. Ich sehe gerade, also stimmt, die Standard, die man drauf hat, na, die gibt's ja auch immer wieder dazu. Spinning Slash. Was hat denn Spinning Slash? Quick Stability Step. Was so? Quick Step, Step, Quick Step, Step, Quick Step, Step. Hier. Hier? Heavy. Alles andere bringt nichts, als meine Waffe auf Heavy zu haben. Und am Ausweichen ist das Schwert einfach zum Stichen. Weg Sky Cutscene, verdienst du nicht. Das machst du schon. Quatsch! Oh. Stell dir mal vor, du ständest davor, der würde dir den Kopf spalten. Nicht durchrollen, Sam. Einfach so bei die Katzen. Einfach nach vorne ziehen und durchrennen. Oh. Beide. Lol. Naja, danke für die hohe Absorption, die ich jetzt bekomme, aber dadurch. Komm wieder! Oder mich nicht. Ey, ich heil fast gegen gerade. Ey. Wie oft macht er noch diesen Angriff? Alter. Das Eldenbaum ging da, wenn das ja auch besser und besser Regeneration hat. Aua! Au, 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 au.
Warte, geh weg. Was für eine bessere Regeneration, Kevin? Von den Blessed Duty Tree wieder 4 HP per Second. Hab ich ja gar nicht. Das, nein, ich hab das. Achso. Das Talisman. Ah. Tot. Open the door. Open that walking gate. Ey, ich hab jetzt 10% mehr Runen. Yay, endlich 30%. Wupp, wupp. Seine Heere, Heere. Seine Heere, 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 Heere. Ich kenne den Text nicht auswendig. Weißt du, dass es so lange ging? Glaube ich. Kann auch sein, dass ich zu lang war. Rietta. Töten wir sie auch? Nein. Nee, du musst ja die Quest diesmal machen. Nein. Muss ihre Quest nur machen, damit du weißt, wie man das machen kann. Ah, also können wir sie doch umlegen. Ah, obwohl, nee, ich will ihre Quest machen. Ja, bitteschön. Ich hab dir die Traube gegeben. Ich hoffe, sie hat die geschmeckt. Frisch. Naja, sehr frisch war sie jetzt nicht, aber ist egal. Wenn du müde bist, willst du dann aufhören oder nicht? Nein, ich will länger wach bleiben, als ich. Wenn ich um 8 Uhr wach bin, ich hab keinen Plan, was ich machen soll, bis irgendwie mal wer da ist, gefühlt. Weißt du, was ich heute den ganzen Morgen gemacht habe? Ich habe mein Terraria-Modpack mal gefixt. Oh. Weil irgendwie ich hatte Items zum Platzieren und so, woran einfach infinite. Alles, was ich platziert wollte oder sonstiges. Oh. So. Die Lösung davon? Alle Mods deaktivieren, einzeln aktivieren. Bis. Naja, du hättest es auch einfacher machen können. Ja, und wie? Immer packweise installieren. Also, dass du jetzt sagst, okay, es ist immer 10 oder ne, funktioniert alles. Ja, ich habe so 2-3 immer installiert. Halt. Okay, das ist auch noch. Es lag an der Mod, wo ich es gar nicht erst erwartet hätte, eigentlich. Okay. Weil diese Mod macht eigentlich nur den Waffenspeed und das Speed von den ganzen Tools schneller. Ja. Und hat die Option Infinite Munition zu geben. Die Munition wirkt sich aber auch irgendwie auf alle Items aus. Wow. Das war der Fehler. Du hast das Grab hier drüben nicht genommen? Ich war es auf der anderen Seite. Keinen Schaden bekommen. Da bei dem Grab ist deine Waffe gewesen? Ja. Die spielst du jetzt? Würde ich, glaube ich, gleich. Also würde ich erstmal aufrüsten, ja. Na, willst du so doppelt spielen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob Sense doppelt gut ist. Ja, meinte, kannst du es ausprobieren? Ich kann es versuchen, ja. Overload. Gut. Lustigerweise würde ich heute auf meinen Freunden. Jetzt? Ja, mir brennen die Augen. Oh. Ja. Hast du so gedroppt? Nee, noch, Gott. Hat er noch beim Lake gedroppt.
Oh je. Genau. So ein Geier ist die. Sehr weit unten. Ach da, direkt unter meiner Hillebarde. Geht's deinen Zehen ein? Was? Kevin, du hast geleckt, also was hast du gesagt? Geht's deinen Zehen relativ gut in den Schuhen, die du dran hast? Nimm doch mal an. Blattfuß. Ja, ich bin hab Blattfuß. Ja? Deine sind voll hochgebogen. Ah, am Ende. Dich erstmal an, bevor du mir hier irgendwo bei mir. Ja? Oh, mir fehlen Runen. Cell. So, mit der ist meine auf plus 8. Plus 8? Ja. So, über Rodriga, genau. Und nur eine auf plus 6, die andere ist auf plus 5 machen, weil sie Zomba-Stones braucht. Oh. Scythe. Warte, Zomba-Stones. Ja, ist nicht schlimm. Ich kann dir noch meine droppen. Das andere Schwert habe ich auf plus 7 nur. Und dann lässt du mir einfach dann die, wollen ja, die anderen Steine dann. Aber jetzt gerade brauche ich sie jetzt nicht. Außer du hast noch, die für bis plus 9. Brauche ich 3 Stück. Also die, warte. Die Quetz Missing Stone. 3 Stück brauche ich. Ne, ich habe nur Large noch. Wie sagst du keine Great? Ich glaube, den einen habe ich gerade in das Großschwert geballert. Ah. Gute Nacht, Fendria. Schlaf, guten Träumen, was Schönes. Ne, wie gesagt, ich mache jetzt auch nicht mehr so lange. Oh, unser Shop ist gefixt. Ja. Leider. Wenn die Sachen nicht kaufen. Ah. Ah, die hat aber eine feste Fähigkeit, sehe ich gerade. Irgendwas gucken. Wäre lustig. Unterschied. Ich brauch nee, trotzdem die Anforderung, ja. Nee. Ah, okay, darf ich nicht mehr ändern. Alles klar. 120 Damage mehr, wenn ich die mit zwei Händen führe. Nee, dann habe ich ja nichts mehr zu tun. Obwohl, ich kann mit dir nochmal reden. Dann müsste sie. Oh, your divinity, have mercy. Yeah. I didn't want me doing much, just lay out. About prayer. Well. The girl. My mood's absurd. I'm a fellow down. Und jetzt müsste es an sich klappen, wenn ich mich nochmal ransetze. Müsste sie ihre Position wechseln. Oder auch nicht. Jetzt? Schon, wechsel deine Position. Ich will upgraden. Wahrscheinlich erstmal, wenn man wirklich komplett neu joint. Naja, was soll's.
Dann war's das für heute.